In diesem Video seht ihr die Gewinner der 3D-Druck-Challenge 2021 und ihre Idee dahinter, mit welcher sie diese gewonnen haben. Die 3D-Druck-Challenge ist eine Veranstaltung, bei welcher man mitmachen kann, wenn man eine Idee hat, welche mit Hilfe von 3D-Druckern umsetzbar ist und diese auch ja irgendwie die Welt besser macht, diese auch vermarktbar ist. Und man kann diese Idee dann einreichen und wenn man ins Finale kommt, kann man diese Idee dann live in der Hochschule Neu-Ulm vor einer Jury, in welcher auch ich sitze, vorstellen und kann dann wirklich ja mega coole Preise gewinnen. Übrigens ist am Donnerstag, den 13.10.2022 um 18 Uhr das Finale der 3D-Druck-Challenge im Jahr 2022. Und dieses Mal wird auch wieder ein hochwertiger Livestream auf diesem YouTube-Kanal am Start sein. Besser als im letzten Jahr, weil dieses Jahr auch noch zwei Kameras vorne am Sprecher dran sind, die das Geschehen quasi hautnah filmen. Und das Allerbeste ist, dass ihr zu Hause abstimmen könnt, wer das Video auf meinem YouTube-Kanal gewinnt. Das Video auf meinem YouTube-Kanal ist einer der Preise, die die Gewinner gewinnen und ihr dürft es quasi als Community entscheiden und ich bin dann quasi stellvertretend vor Ort und übergebe den Preis. Aber wie auch immer, jetzt geht es um Pelvisio, welche mit ihrer Idee die 3D-Druck-Challenge gewonnen haben. Pelvisio sorgt dafür, dass die Ausbildung im Bereich Medizin ein Stückchen verbessert wird, wodurch ich mich wirklich freue, dass ich mit meiner Reichweite die Medizintechnik unterstützen darf, weil da ja leider oft an falschen Stellen mit Ressourcen gespart wird. Das Ganze ist wirklich mega spannend und die drei Personen, Matthias, Inga und Adam, sind einfach auch ultra sympathisch, welche ihr auch gleich sehen werdet. Daher schaut das Video bis zum Schluss an, denn ich habe am Ende eine kleine Überraschung für die drei vorbereitet, was die jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie wir zusammen dieses ganz wichtige Thema unterstützen können. Also viel Spaß beim Video. Pelvisio ist entwickelt worden, um den weiblichen Körper, das weibliche Becken, besser erklären zu können. Aber das lasse ich euch jetzt von den Profis selbst erklären. Hallo, ich bin Matthias. Ich darf die medizinische Seite bei dem Projekt Pelvisio vertreten. Und ich habe damals, um mal vielleicht die Ursprünge mal so ein bisschen zu beleuchten, hier in Würzburg studiert. Und habe hier auch in der Frauenklinik in Würzburg meine ersten Versuche, die Anatomie vom Becken zu begreifen, unternommen. Wir machen hier natürlich auch spezielle Kurse für die Studierenden. Ich habe mir damals sehr schwer getan, das zu verstehen, diese doch ziemlich komplexen Zusammenhänge, wie die verschiedenen Organe zusammenhängen zum Beispiel. Und ich dachte damals, es liegt einfach an mir. Aber als ich ein paar Jahre später als Arzt hier an der Klinik die Studierenden selber betreut habe, habe ich gemerkt, das geht allen so. Und habe dann feststellen müssen, dass eigentlich die Modelle, die Lehrzwecke, die wir haben, gar nicht wirklich die Bedürfnisse befriedigen, die man da als auszubildende Person hat. Und aus dieser Erkenntnis heraus ist dann die Motivation entstanden, diese Lücke zu füllen und zu gucken, wie können wir Leuten, und völlig egal, ob das Studierende sind, ob das Auszubildende sind, wie können wir den Leuten, die ausgebildet werden sollen, auch in der gynäkologischen Untersuchung, möglichst schnell und effektiv in einer überschaubaren Zeit diese sehr, sehr komplexen Zusammenhänge gut übermitteln. Und diesen Gedanken konnte ich dann mit Adam zusammen mal in eine virtuelle Form gießen und zu dem Thema erzählt er jetzt gleich noch ein bisschen was. Ja, also ich bin Adam, ich bin eigentlich Informatiker und Doktorand in der Robotik und war in dem Projekt sehr früh mit dabei, als der Matthias auf mich zugekommen ist und naja, diese Idee mir mitgeteilt hat, dass er gerne ein 3D-Modell machen möchte, welches dann ausgedruckt werden soll später. Und ich bin quasi in dem Bereich Computergrafik sehr viel tätig und habe mich dann da dran gesetzt, gemeinsam mit dem Matthias, um mal so ein Modell in Blender zu erstellen und mal zu gucken, wie können wir denn das Problem lösen, dass wir sozusagen anatomische Strukturen haben, die wir die eigentlich nicht richtig abbilden können im Computer virtuell, so wie sie im Körper sind, aber sie trotzdem möglichst anatomisch korrekt abbilden wollen. Das heißt, wir haben irgendwie so eine Gratwanderung gemacht zwischen realistisch, aber auch simpel. Das war so die Herausforderung. Da saßen wir stundenlang zusammen und haben irgendwie Material gewälzt, in Büchern geschaut und so. Naja, und dann entstand halt dieses Modell, welches ich dann an die Inga übergeben habe, die dieses Modell, das erstmal nicht so aufbereitet war, dass es für den 3D-Druck fertig war, sondern eben so aussah, wie es aussehen sollte,
Die Inga hat dann das Modell genommen und daraus dann ein mechanisch verwertbares Modell gemacht. Aber dazu erzählt sie gleich selber mehr. Also mein Name ist Inga, ich bin hier die Ingenieurin und 3D-Druck-Expertin. Ich habe eigentlich einen anderen Dayjob, also ich bin Doktorandin in der Energietechnik. Aber ich bin halt auch 3D-Druck begeistert und dementsprechend war ich hier so ein bisschen so für die konkrete 3D-Druck-Umsetzung verantwortlich. Adam hat halt das Modell geliefert, aber rein konstruktiv, das war halt nur ein virtuelles Modell, natürlich ein Hammermodell, aber man muss dann natürlich auch das Ganze konstruktiv dann auch verarbeiten, also diese ganzen Verbindungen, welche Materialien nutze ich wo muss halt flexibel sein, wo muss fest sein, wie passt das alles zusammen. Hier haben wir so Presspassungen, also dass Sachen einfach ineinander passen perfekt. Das muss natürlich auch ein bisschen alles optimiert werden. Hier, wo nutzt man Schraubverbindungen, wo nutzt man aber auch einfach Magnete. Also hier unten, das ist zum Beispiel magnetisch. Und sich das halt alles so ein bisschen überlegen, wie passt was am besten zusammen, wie steckt man das zusammen. Dann natürlich auch eben die ganzen Materialfragen, das habe alles ich gemacht. Also hier sind auf jeden Fall 3 Materialien drin verbaut. Wir haben einmal das große Ganze, quasi das Skelett, das ist ja fest, da haben wir PLA, weil das einfach, das muss günstig sein, das sind halt auch riesen Mengen, die hier drin, also allein diese Beckenstruktur sind ca. 600 Gramm. Dann haben wir hier diese Venen, Arterien, die sind eigentlich im realen Leben sind die flexibel, die sind jetzt aber auch aus Stabilitätsgründen festgedruckt. Aber dann haben wir hier ein paar TPU-Drucke, also gerade die Gebärmutter, die Blase, das Rektum, das ist halt alles mit TPU gedruckt, dann auch auf einem Artillery Sidewinder. Also jetzt so ein, ne, eigentlich gar nicht so ein fancy Drucker, aber es läuft, es funktioniert auch zum Beispiel hier diese Weichteile, alles mit TPU gedruckt, was natürlich auch so seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt, wie alle wissen, die TPU drucken. Genau, und dann haben wir hier eben diese filigraneren Teile, die sind auf einem SLA-Drucker gemacht worden. Das ist mit dem Saturn, dem Elegoo Saturn gemacht worden. Auch bei mir privat im Keller. Hier mal die Einzelteile, welche aus verschiedenen 3D-Druckern und verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden. Wir haben das Ganze mal Lilly zusammenbauen lassen, denn wenn sie das kann, dann schafft es jeder. Kleiner Scherz am Rande. Pelvisio hat die 3D-Druck-Challenge gewonnen, weil die Idee einfach mega gut war und das Ganze auch Potenzial am Markt hat. Ich habe die drei auch mal gefragt, was die 3D-Druck-Challenge in Summe gebracht hat und vor allem auch, wo jetzt noch die Herausforderungen sind. Und die Antwort seht ihr hier. Wir hatten also zunächst keine kommerziellen Absichten und das war dann auch so ein bisschen so dieses, was dieser Wettbewerb gebracht hat. Das hat das mal zu evaluieren auch wirklich und sich strukturiert zu überlegen. Wir haben auch, ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein paar Learnings jetzt in der letzten Zeit gehabt, nämlich einerseits haben wir die Zielgruppe auf jeden Fall identifiziert. Wir haben festgestellt, dass es auf jeden Fall in einem universitären Lehrkontext am besten aufgehoben ist, also dass jetzt nicht so krasses Interesse aus niedergelassenen Ärzten oder so ist. Also das hat uns auf jeden Fall auch nochmal der Wettbewerb gebracht, indem wir auch so Kongressteilnahmen oder so finanzieren konnten. Und andererseits muss man jetzt auch nochmal sagen, was so ein bisschen so ein Reality-Check für uns war, das wissen wir halt auch so, Lehre ist unterfinanziert. Und Lehre ist in den universitären Strukturen in Deutschland leider wirklich zweitrangig. Es geht um Forschung und Lehre ist halt häufig so was Nerviges, was man nebenher noch irgendwie, ja, so gut es geht, mit den vorhandenen Mitteln abfrühstücken muss. Und es ist ein riesen Unterschied von, also wenn sich Professorin XY das anguckt und sagt, das ist mega cool,
zu hin Professorin XY oder Professor XY sagt wirklich, ey, ich investiere da jetzt Geld, ich investiere da jetzt Ressourcen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden, dieses Modell einzusetzen. Ich lasse meine Studis da, also ich baue da ein Seminar draus auf, weißt du? Also es ist halt einfach viel einfacher, sich immer in den, ja, in den vorhandenen Strukturen einfach weiter zu bewegen und halt eben nicht diesen Invest zu machen. Deswegen, das ist halt auch, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist auch einfach nicht einfach, da das, ja, das an den Mann zu bringen oder an die Frau an der Stelle. Genau, und deswegen, das haben wir jetzt halt auch selber so ein bisschen gemerkt für uns als Team. Wir sind halt alle in der Entwicklung und man entwickelt halt auch so ein Produkt und das ist, man findet es hammergeil und dann muss man es aber auch wirklich verticken. So. Und da müssen wir sagen, da fehlen uns auch im Moment so ein bisschen die Ressourcen. Und genau aus dieser Reserve, denke ich, die du gerade angesprochen hast, da können wir raus und da müssen wir auch raus, dass wir die Lehre in der Medizin dahin bringen, wo sie hingehört, nämlich ans Licht der Aufmerksamkeit. Und gerade in der Frauengesundheit, das ist ein Fakt, das ist belegt, werden weniger Ressourcen investiert als für die Erforschung und Ausbildung in der Männergesundheit. Und da kann ich dir auch nur beipflichten, Inga, letztendlich hat uns da diese 3D-Druck-Challenge wirklich nochmal gezeigt, dass da Interesse da ist, dass das mehr sein kann als nur irgendein kleines Forschungsprojekt. Und ohne, dass wir jetzt groß dafür Werbung gemacht haben, ich meine, es ist immer eine Universitätsklinik, wir haben Anfragen von der Hebammenschule, die lassen dieses Jahr noch einen neuen Bachelorstudiengang vom Stapel. Wir haben Anfragen von den Physiotherapeuten, von der OP-Pflegeschule, auch schon erste Anfragen von der Krankenpflegeschule. Und da ist Potenzial, ich glaube, wir können das auch noch weiter ausschöpfen. Wir haben auf Grundlage von den Einsätzen mit diesem Modell auch den Albert Kölleker Lehrpreis verliehen bekommen, also einen Ausbildungspreis, der zweimal im Jahr von der Uniklinik Würzburg ausgezeichnet wird. Also auch da haben nochmal Leute von extern kritisch geguckt, kann es wirklich was für die Ausbildung bringen? Und ja, das kann es auf jeden Fall. Und da muss man ganz klar sagen, war der Termin damals in Neu-Ulm sicherlich einer der Sündenfunken, ohne den wir da nicht nochmal so einen Anschub bekommen hätten. Und wir werden sicherlich nicht nur bei diesem einen Modell belassen, sondern das soll nur der Anfang sein. Also es war ganz einfach eine monetäre Unterstützung mit dabei, für die wir auch sehr dankbar sind. Und damit konnten wir zum Beispiel Material- und Fahrtkosten schon mal stemmen, um auch mal auf Kongresse zu gehen, um auch mal Leuten das Modell zu zeigen, um uns auch mit Fachpersonal über das Modell auszutauschen. Das wäre so sicherlich nicht so einfach möglich gewesen, gar keine Frage. Ja. Und mein Messschieber. Der ist noch nicht bestellt, aber ein bisschen was ist auch für einen richtig guten Messschieber für mich reserviert. Ja, wir haben auch noch einen Metalldruck offen. Der ist leider noch nicht eingelöst. Und das liegt nur daran, dass ich mich nicht entscheiden kann, was ich damit drucken will. Weil wir haben einen kompletten Bauraum und ich will natürlich was Hammergeiles drucken. Und ja, muss mich da jetzt einfach mal hinsetzen und mich entscheiden. Und dann, ja. Aber es soll irgendein cooles Objekt werden, was es sonst so mit konventioneller Metallfertigung auf jeden Fall nicht erstellbar wäre. Das ist der Plan. Und dann gab es ja noch eine Sache, die man, glaube ich, auch nochmal nennen muss, die vielleicht gar nicht so auf dem Papier stand, und das war einfach die Sache Kontakt und Netzwerk. Also wir haben Kontakt bekommen zu dem neuen Studiengang von Frau Professorin Spiegel in Neu-Ulm, Physician Assistant, der wir auch tatsächlich ein so ein Modell mal zum Angucken und zum kritischen Evaluieren geben konnten, um künftige Arzt, Ärztin, Assistentinnen, die ausgebildet werden, auch noch besser auszubilden. Das ist ja ohne die 3D-Druck-Challenge, ohne das Netzwerk ganz einfach auch nicht möglich gewesen. Ja, und auch die anderen Preise, die wir da bekommen haben bei der 3D-Druck-Challenge, die haben uns natürlich auch geholfen. Also im Großen und Ganzen ist es das letztendlich die Kombination aus allen Preisen, die uns auf jeden Fall weiterbringt in den weiteren Projekten. Genau, und auch das Video, ne? Und den Kanal abonnieren. Und das Video und den Kanal abonnieren auf jeden Fall. Genau. Das, was der Adam jetzt zum Schluss gesagt hat, ist übrigens ganz wichtig, Leute. Abonniert diesen Kanal gerne kostenlos und aktiviert die Glocke, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet. Und ja, somit verpasst ihr auch keines unserer Videos mehr. Aber jetzt mal zu der noch wichtigeren Unterstützung in diesem Video. Die Unterstützung der Medizin, die Unterstützung von Pelvisio. Ich habe nämlich eine richtig gute Idee, wie wir zusammen Pelvisio auch finanziell unterstützen können, ohne dass ihr selbst dafür in die Tasche greifen müsst. Was einfach wirklich cool wäre, weil eben, ja, Inga
Matthias und Adam das Ganze ja auch aus privater Tasche finanziert haben. So, zuhören. Wir machen Folgendes. Dieses Video ist monetarisiert. Die Werbung, die vor oder auch während dieses Videos kommt, ich meine die Werbung, die ihr meistens nach 5 Sekunden wegdrücken könnt, diese Werbung sorgt dafür, dass ich Geld bekomme. Und zwar läuft es so ab, dass YouTube immer einen Wert pro 1000 Klicks definiert, dass man eben ja als Creator pro 1000 Klicks Summe X bekommt. Bei mir, da bin ich ganz offen, liegt es so immer zwischen 1 Euro und 10 Euro. Das heißt, wenn ein Video 10.000 Klicks gemacht habe, habe ich da irgendwas zwischen 10 und 100 Euro davon. Das ist, wenn man mal den ganzen Aufwand dahinter betrachtet oder auch die Kosten, ist es meistens nicht fixkostendeckend. Das deckt im Grunde wirklich nur einen minimalen Teil von dem ab, was wir benötigen, um ja auch mal grundlegend über die Runden zu kommen. Aber wenn ein Video wirklich viele Klicks hat, kann sich das halt schon läppern. Und vor allem kommt es auch darauf an, in welchem Monat man das macht. Im letzten Quartal ist es meistens mehr pro 1000 Klicks als am Anfang des Jahres, weil das letzte Quartal einfach ja, kaufkräftiger ist. Ne? So. Also das heißt im Grunde, je mehr Klicks dieses Video bekommt, je mehr Geld bekomme ich für dieses Video, das eben ja hier diese Werbung hat, die ihr wegdrückt. So, und jetzt folgender Deal. Ich habe natürlich mit dem Video hier, mit dem Aufwand, mit dem Management dahinter meine Pflicht grundlegend erfüllt. Die haben ihren Gewinn bekommen, die bekommen jetzt die Reichweite. Aber ich möchte das Ganze einfach mit euch im Rücken noch mehr pushen. Die Videos über die 3D-Druck-Challenge haben jetzt nicht immer so viele Klicks wie andere meiner Videos. Ich habe viele Videos, die haben weit über 100.000 Klicks. Das erreichen die Videos über die 3D-Druck-Challenge meistens nicht. Oder beziehungsweise sind die auch sehr weit davon entfernt. Die Videos werden meistens, nicht immer, aber meistens in den ersten Wochen und Monaten viel geklickt und dann fällt das Ganze ab. Manche meiner Videos, die werden immer geklickt, aber das sind dann so Schulungsdinger. So ein Video wird vielleicht in den ersten Wochen oder in den ersten Monaten viel geklickt und dann ist es wieder eher nicht spannend. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue bis Dezember oder Januar, wie viele Klicks jetzt auf diesem Video zusammengekommen sind, beziehungsweise wie viel Geld auf diesem Video zusammengekommen ist, runde diesen Betrag dann auf die nächste 100er Stelle auf und spende diesen Betrag dann zu 100% und aufgerundet dann an Inga, Matthias und Adam an Pelvisio. Wir sind ja jetzt ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr dieses Video teilt. In irgendwelchen Gruppen, vielleicht in WhatsApp, überall da, wo ihr denkt, okay, dieses Video könnte jetzt jemanden interessieren oder vielleicht auch jemanden erreichen, der dieses Produkt braucht. Vielleicht kennt ihr Lehrer oder eben auch Ärzte und dann könnt ihr so Pelvisio schon helfen. Aber selbst wenn nur ein Klick zustande kommt und diese Person jetzt nicht gerade einen Adblocker hat, der keine Werbung anzeigt, dann habt ihr quasi schon dafür gesorgt, dass dieses Video mehr Geld einnimmt, wodurch ihr durch das Teilen des Videos einfach dafür sorgt, dass Pelvisio mehr Geld bekommt, ohne dass ihr selbst dafür in die Tasche greifen könnt. Und damit ihr auch seht, dass ich da keinen Quatsch erzähle, dass ich da jetzt irgendwie das nicht zu meines Gunsten nutzen möchte, werde ich dann im Januar, wenn es soweit ist, auch einen Screenshot von den Analytics von diesem Video eben posten, damit ich genau sehen könnt, okay, diese Summe ist dabei rumgekommen bei diesen Klicks und werde auch den Überweisungsbeleg posten, veröffentlichen hier in einem Community-Post, damit ihr sehen könnt, dass ich das Versprechen wirklich gehalten habe und dass ich das jetzt nicht irgendwie zu meines Gunsten nutzen möchte. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. So können wir als Community gemeinsam dieses Projekt nochmal enorm unterstützen und bin sehr gespannt, was da ja am Ende des Jahres dabei so rumkommt. Wie gesagt, Freunde, am Donnerstag, den 13.10.2022 um 18 Uhr ist das Finale der 3D-Druck-Challenge 2022 und ihr könnt in dem großen Livestream da bestimmen, wer das Gewinnervideo auf meinem Kanal bekommt. Ihr findet jetzt schon den Link zum Stream unter diesem Video, speichert euch das Ganze ab, blockt euch 18 Uhr im Kalender und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns im Stream live sehen. Also, bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao. Genau, ja. Das ist es so. Ich meine, du kannst einfach rausschneiden, was du gerade nicht so findest. Wann sagen wir mal das? Also, somit können wir zusammen Pelvisio unterstützen, ohne dass... So, richtig, so. Ich bin sehr gespannt. So, ich bin sehr gespannt, Freunde. So, ich bin sehr gespannt, Freunde. Somit können wir zusammen dieses... Okay. Ja? Das ist schon mal gar nicht schlecht. So okay, Grins mal. Eigentlich wirklich sinnvoll, das ist ein ganz logischer nächster Schritt. Es ist halt schon die Frage, ob wir ihn gehen werden. Mhm. Ja, aber an sich nicht. Aber, ne? Ja, ich find, aber grundsätzlich. Das, ja, was du sagst, ich meine, Digitalisierung ist auch tatsächlich in der Medizindidaktik angekommen. Also, ja. Also wenn du dagegen bist, dann. Okay, diese Schlagwörter, die sollte ich vielleicht verwenden. Genau. Und Anni dreht die ganze Zeit schon heimlich. Ja, ich finde das Ganze. Das ist ja auch. Ja, ich hab's Du Fuchs.